Willkommen zurück zur dritten und letzten Aufgabe Rand XKCD. In der vorherigen Aufgabe ging es vor allem darum, so Text zu bearbeiten, und das konnte man alles mit der Python Standard Library machen. In dieser Aufgabe geht es um was anderes. Wir wollen externe Datenquellen ansprechen, also jetzt nicht einfach Textdateien, die lokal rumliegen, sondern Ressourcen aus dem Web laden und diese dann mit externen Libraries bearbeiten. Man könnte das Ganze wahrscheinlich auch mit der Python Standard Library machen, also man kann es sicher auch damit machen, aber es ist ein bisschen effizienter, wenn man da spezialisierte Libraries verwendet, die uns eben ein bisschen Arbeit abnehmen. Inhaltlich geht es um den Comic XKCD, den habe ich euch schon mal gezeigt, und der hat hier den aktuellen Tagescomic, wenn ich auf xkcd.com gehe. Man kann aber auch auf Random klicken und dann kommt ein zufälliger Comic. Und ich kann da herumklicken, aber ich kann das Ganze auch automatisieren, indem ich ein Skript schreibe, das alles für mich macht und mir nicht noch die ganze Webseite lädt. Versuchen wir es mal. Die Frage ist, wie gehe ich da vor? Der Button hier geht auf eine bestimmte URL und wenn man dort auf die URL geht, wird man weitergeleitet auf einen bestimmten Comic und die URL von diesem Comic sieht dann zum Beispiel so aus. Schauen Sie es doch mal an. Also gehe auf Random und dann links sehe ich, wohin es mich führt und dann oben in der URL sehe ich dann, wohin ich weitergeleitet worden bin. Jetzt wollen wir diesen Vorgang eben automatisieren und so dazu installieren einige Libraries. Das sind die Libraries Request und Beautiful Soup. Sie können auch andere verwenden, aber damit geht es sicher. Die installiert man folgendermaßen. Ich mache es einfach nochmal. Pip install und dann eben nicht als Admin, sondern nur für den lokalen Benutzer. Install User, Requests und Beautiful Soup 4, also Version 4. Das habe ich schon installiert, passiert bei mir nicht allzu viel, bei Ihnen geht es vielleicht dann etwa eine Minute höchstens, dann sollte es installiert sein. Jetzt gibt es hier zu Requests, gibt es eine wunderbare Online-Dokumentation, kann ich da einiges nachschauen. Hier gibt es sehr ausführlich, da finden Sie wirklich alles. Ich werde jetzt nicht im Detail die ganze Recherche zeigen, die ich gemacht habe, um das zu lösen. Ich sage Ihnen einfach, Sie finden alles hier, was Sie brauchen. Und dann bei Beautiful Soup hier. Hier können Sie eben Sachen, also HTML-Dokumente parsen und Teile daraus auslesen. Also mit Requests greifen Sie auf Ressourcen im Internet zu, über HTTP. Und mit Beautiful Soup können Sie HTML und andere Arten von Dokumenten parsen und Elemente daraus extrahieren. Quick Start, wieder sehr viel Inhalt, können auch suchen. Ich überlasse die Recherche Ihnen. Ich habe es mal selber recherchiert und ich möchte es einfach mal vorlösen mit dem Wissen, das ich bei der Recherche gefunden habe. Und eben, wie machen Sie das Ganze? Sie verwenden die Requests Library und rufen dann die Random URL auf und dann schauen wir, was dort zurückkommt. Wir extrahieren dann das Bildelement und schauen, welche URL dieses Bild eigentlich hat. Dazu können wir einen CSS-Selektor verwenden, also ähnlich wie bei CSS im Browser verwenden, wenn Sie eine Website programmieren, um die zu stylen. Dann wissen wir jetzt, wo das Bild ist, dann laden wir das Bild selber herunter, speichern es lokal ab und dann können wir mit der Subprocess Library, die gehört zur Standardbibliothek von Python, können wir das ganze Ding dann öffnen und direkt anzeigen. Wir müssen nicht manuell herumbrowsen. Das Ganze kann man so aufrufen, braucht keinen Parameter, weil es eben random ist. Okay, schauen wir mal, wie man das macht. Und ich gehe hier direkt ins RandXKCD rein, öffne das Main. Die Struktur ist wieder ähnlich wie vorhin. Ein bisschen breiter hier. Also hier die Main-Funktion wird aufgerufen. Habe hier die URL. Muss die runterladen, parsen, das Bild runterladen und so weiter. Also fangen wir mal an. Was machen wir als erstes? Also die Imports habe ich schon gemacht, können wir vielleicht noch ein bisschen anpassen dann. Aber zuerst müssen wir mal einen Request auf diese URL machen. Und ich empfehle Ihnen, diese URL in einer Variablen abzuspeichern. Random URL.
und quasi eine Konstante. Und wir können das dann wieder so verwenden. Und jetzt, wie mache ich einen Request? Es gibt folgendermaßen, es gibt die Funktion von der Request Library, die Funktion get. Und jetzt kann man einfach da die URL mitgeben, random URL. Und dann kommt etwas zurück. Und es kommt zurück eine Response. Okay. Und wenn die Response zurückkommt, mache einfach mal ein Print. Request URL habe ich gemacht. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich das Ding einfach so aufrufe. Brand XKCD, main. Da bekomme ich jetzt ein Objekt zurück, Response 200. 200 kennen Sie vielleicht noch, das ist Statuscode. Ja, ich kann es einfach so ausgeben. Punkt Statuscode, gleich diese Eigenschaft. 200, okay. Das bedeutet, es ist okay. Das heißt, ich habe etwas zurückbekommen und jetzt müssen wir vielleicht noch den anderen Fall prüfen, falls es nicht funktioniert. Also angenommen, ich habe eine falsche URL verwendet, dann kommt wahrscheinlich 404. Ja, genau. Also müsste diesen Fall irgendwie abdecken. If response.statuscode, wenn der nicht 200 ist, machen wir dann, sagen wir einfach, ja, gehen einfach den Statuscode aus. Oder get für ein f-String an diese URL hier drauf zugegriffen und dann sagen wir, was da zurückgekommen ist. Dann machen wir einfach ein Return, machen nichts mehr weiter. Und schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe immer noch die falsche URL drin. Ja, get das, da gibt 404. Jetzt korrigiere ich die URL wieder. Jetzt bekomme ich 200 wieder, wird das ausgegeben. Soweit, so gut. Jetzt möchte ich eben nicht den Statuscode wissen, sondern eben möchte den HTML-Text zurückbekommen. Hier gibt es die Eigenschaft Text, steht alles im Tutorial drin. Jetzt bekomme ich das HTML. Wunderbar. Das wäre jetzt der erste Schritt mal gewesen. Zweiter Schritt ist jetzt eben das Dokument zu parsen und dazu kann man diese Beautiful Soup Library verwenden. Wenn ich hier BS4 importiere, gibt es dann eben dieses BS4.beautifulSoup Objekt. Kann das nehmen und das ist jetzt gleich ein Konstruktor. Jetzt kann ich da diesen Response-Text kann ich da reingeben und dann wird das geparst. Wenn ich das einfach so mache, bekomme ich eine Warnung. Ich muss noch angeben, welchen Parser ich verwenden soll. Das ist eben der HTML-Parser. Steht so auch in der Dokumentation drin, ich glaube auf Seite 1, das finden Sie so. Wenn Sie das weglassen, bekommen Sie eine Warnung. Was gibt uns das Ganze jetzt zurück? Das ist ein Dokument, also ein HTML-Dokument, nicht einfach ein HTML-String. Nenne es mal Doc und dann gehen wir das Ganze mal aus. Sollte mehr oder weniger wieder gleich aussehen. Ja, sieht immer noch gleich aus. Jetzt habe ich aber ein geparstes Objekt, also ein geparstes Dokument als Objekt. Jetzt, was können wir mit diesem Dokument machen? Wir können darauf CSS-Selektoren verwenden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder doc.select, wenn Sie mehrere, zum Beispiel einfach alle Bilder wollen aus diesem HTML-Dokument, oder wenn Sie wissen, dass Sie nur eins haben mit einem bestimmten ID, dann können Sie Select One verwenden. Schauen wir mal an, wie es bei uns aussieht. Gehen da auf diese URL. Ich gehe auf Random nochmal. Und jetzt haben wir natürlich mehrere Bilder hier. Und wir schauen jetzt mal da mit den Developer Tools, was es da machen kann. Ich wähle das Element aus hier. Und ich sehe da, ich habe ein Image, nicht weiter spezifiziert. Und das Image ist drin in einem Div mit der ID Comic. Vielleicht ein bisschen klein hier bei Ihnen zu Hause am Bildschirm. Div ID gleich Comic. Das heißt, es ist eindeutig, es gibt ein Div mit der ID Comic und das kann es nur einmal geben oder sollte es nur einmal geben. Also ich kann davon ausgehen, dass es nur ein solches Div gibt. Dann selektieren wir das mal. Also ich habe ein Div mit der ID Comic. Das ist der CSS-Selektor.
Jetzt möchte ich aber nicht dieses Div, sondern mich interessiert das Image, weil das Image hat die Source drin, die ich herunterladen möchte. Bei CSS funktioniert das ganz einfach. Ich mache einfach einen Abstand, sage, oder es hat ein direktes Child namens img. Und das wäre jetzt mein img-Objekt. Schau mal, ob ich das gleich ausgeben kann, ob das so funktioniert. Wunderbar. Was habe ich hier? Ein bisschen, habe ich weit hochgescrollt. Ja, img alt gleich, src gleich. Ja, genau, das habe ich hier. Das ist dieser Comic. Ja, das ist der. Jetzt die Frage, was mache ich weiter? Dieses img hat jetzt verschiedene Attribute, zum Beispiel src und Style und so weiter. Und uns interessiert eigentlich nur das src, also Source. Und der Zugriff darauf funktioniert folgendermaßen. Das img hat ein eine Atters-Eigenschaft, das sind die ganzen Attribute. Geben das einfach mal so aus, steht auch im Tutorial, wahrscheinlich auf ganz oben sogar. Jetzt bekommen wir offenbar ein Dictionary, also src, das da, Title, das da und so weiter. Und uns interessiert einfach das src davon. Jetzt schauen wir mal, greifen jetzt einfach direkt aufs src zu. Wir gehen davon aus, dass das immer existiert. Müsste man vielleicht einen produktiven Programm noch ein bisschen genauer prüfen. Wir machen es einfach mal so. Und wir sehen jetzt, wir haben da eine URL. Ein bisschen komisch, vorne fehlt das HTTPS oder HTTP. Aber das können wir selber ergänzen. Ist immer das Gleiche eigentlich, egal. Ja, es fehlt immer. Immer ein anderes Bild. HTTP fehlt immer vorne. Dann mache ich URL gleich und eben dieses SSC-Attribut und vorne fügen wir einfach noch HTTPS ein. Ich weiß nicht genau, warum das fehlt. Geben wir die URL aus. Jetzt haben wir die URL. Also jetzt muss ich nicht die Slash, das brauche ich nicht. Das reicht hier. Ich tue mal drauf. Ja, da kommt direkt das Comic-Bild, also ohne Webseite, nur genau das Bild, das ich möchte. So, und jetzt als nächstes laden wir das Bild herunter und dazu machen wir wieder einen Request. Response gleich requests.get, vielleicht noch ein bisschen umbenennen, img-url oder so. Und wir können uns wieder die Frage stellen, wenn es nicht funktioniert hat, was machen wir dann? Ja, wir gehen einfach raus. Macht es mal Copy-Paste, nicht so schön. Wir könnten es auch verallgemeinern mit einer speziellen Funktion. Machen Sie es einfach mal so. Und wir erwarten wieder den Status 200, weil das ist ja das HTTP-OK. Und jetzt ein bisschen speziell. Vorhin hatte ich ja das response.text, einen HTML-Text dort drin. Jetzt laden wir aber keinen HTML-Text runter, sondern ein binäres Bild. Und hier müssen wir eine andere Eigenschaft verwenden. Gibt es einfach eine Print aus, die heißt response.content. Also nicht mehr Text, sondern Content. Bin gespannt, was passiert, wenn ich das gleich aufrufe. Ja genau, es gibt mir so binär, einen binären String aus, hexadezimal. Damit können wir nichts anfangen. Aber wir müssen es auch nicht hier in der Kommandozeile anzeigen, sondern als Datei abspeichern. Die Frage ist, wo speichern wir das ab und wie speichern wir das ab? Machen wir einfach ein Temp-File, nennen wir es einfach irgendwo, was auch nicht, tmp.png, ist völlig egal. Machen das auf zum Schreiben, with open tmp-File und dann sagen wir, der Modus ist write binary. Können Sie auch in der Python-Dokumentation nachschlagen, gebe es einfach mal vor, wir schreiben eben eine Binärdatei sf. Und dann schreiben wir f.write und geben da diesen ganzen Content hier in die Datei aus. Und das Schöne an diesem with ist, das File wird automatisch geschlossen nachher. Also müssen wir nachher ein tmp.png haben mit diesem Bild drin. Ruf es nochmal auf. Okay. Und jetzt haben wir tatsächlich hier dieses Bild. Das wurde zufälligerweise heruntergeladen.
Ich führe es nochmal aus, mache das vielleicht noch zu, es wird gleich überschrieben. Jetzt habe ich ein anderes Bild. Das hat soweit funktioniert. Jetzt, To-Do's habe ich gemacht. Das letzte noch, optional abgeschrieben, wir wollen das Bild noch anzeigen. Wie machen wir das? Dazu habe ich weiter unten geschrieben, dass es eine die Subprocess-Library gibt von Python. Also können wir importieren. Und zwar, also die Imports der Standardbibliothek macht man weiter oben als die von externen Bibliotheken. Jetzt wollen wir diese Subprocess-Library verwenden und die hat einfach eine Methode oder Funktion, subprocess.call. Jetzt gehen wir den Befehl mit, den wir ausführen wollen. Wir wollen jetzt einen Bildbetrachter öffnen. Die Frage ist jetzt, welchen wir nehmen. Ich nehme einfach mal den Browser, den Firefox. Schauen wir mal hier in meinem Explorer, C, Programme, Mozilla vielleicht, Mozilla Firefox, genau, und hier hat es den Firefox. Jetzt nehmen wir einfach mal diesen Pfad hier raus und firefox.exe. Jetzt haben wir ein Problem. Backslashes führen ja zu Escapes, also sie werden für Escaping verwendet. Jetzt kann ich entweder doppelte Backslashes machen oder ein Forward Slash oder ich kann das als Raw String markieren, dann ohne Escapes sollte das funktionieren. Also der Firefox-Befehl. Und ich führe jetzt einfach das hier aus. Und beim Subprocess Call gebe ich eine Liste mit. Das erste Element der Liste ist der Befehl, den ich ausführen möchte. Und der zweite Parameter ist dann eben das Argument, und zwar das TMP-File hier, damit eben Firefox mit diesem Bild hier gestartet wird. Subprocess Call und sollte das Ding aufgehen. Gespannt, ob es funktioniert. Start das Skript nochmal. Seite wurde nicht gefunden. Hier stimmt, ich habe einen relativen Pfad. Firefox möchte vielleicht einen absoluten. Vielleicht geben wir hier auch einen absoluten Pfad ein. C Users Patrick tmp.png. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Also nicht mehr diese Datei hier, sondern einen in meinem User-Verzeichnis. Okay, mit dem absoluten Pfad funktioniert das offenbar. Schauen wir noch, ob wir noch einen anderen Comic erwischen. Ja, genau. Jetzt kann ich einfach das ausführen und habe da einen random XKCD-Comic. Muss da nicht im Browser rumklicken. Habe das Ganze automatisiert. Und damit können Sie auch ein Archiv anlegen, vielleicht nicht mit random, gibt noch bessere Varianten. Aber das ist doch interessant, so für Web-Scraping, Vorgänge automatisieren. Und habe doch ein recht nützliches Skript geschrieben, was meiner Unterhaltung dient. Also das wäre der ganze Code. Ich denke, es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Man muss recht viel recherchieren. Aber ich hoffe, es inspiriert Sie ein bisschen dazu, mal mit diesen Libraries herumzuspielen. Vielleicht haben Sie eine andere Webseite, die Sie scrapen wollen. Vielleicht der Menüplan der Kantine oder sowas. Gibt es verschiedene Möglichkeiten und Sie können das als Muster verwenden für ähnliche Aufgaben. So, jetzt mache ich noch den Commit. Rand XKCD, git commit-m, exercise 3, rand XKCD, git push. Und damit werde ich am Ende dieses Videos und dieser Videoreihe, also alles freiwillig, wenn Sie Lust haben, das nachzuprogrammieren, machen Sie es. Sonst gibt dann sicher noch andere Übungen, ein bisschen einfachere auch. FISBA sollten Sie eigentlich können, der Rest ist natürlich ein bisschen zu groß für eine Unterrichtslektion und darum freiwillig. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis bald im Unterricht.